Hallo, liebe Grüße nach Berlin ins Ocean Festival. Das ist Kate. Hallo. Ich bin der Niki und wir sind von einer Plattform, die heißt Love for Oceans. Und die Plattform haben Kate und ich vor 3 Jahren gegründet, weil es uns aus tiefstem Herzen darum geht, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie unglaublich gefährdet unsere Weltmeere sind. Vor 3 Jahren auf der Boot in Düsseldorf liefen wir rum und schauten uns an, was hinter den ganzen Slogans Nachhaltigkeit steht und waren bitter enttäuscht, weil das Merchandise, was diese Firmen benutzt haben, war eben nicht nachhaltig. Daraus entstand unser Modell, unsere Firma Merchandise Blue, von der wir euch heute ganz kurz erzählen möchten. Kate, bitte an dich. Hi, Niki. Merchandise Blue beschäftigt sich mit nachhaltigen Textilprodukten für Firmen oder für Uniforms oder für Workwear oder für Brands, die so nachhaltig wie möglich sind und auch noch fair produziert. Und für Oceans Festival wollten wir von den unzähligen Möglichkeiten heutzutage auf den Algae, auf den Seacell Fiber konzentrieren. Daraus haben wir unsere Aktivisten-Shirts gemacht. Die bestehen aus Bio-Baumwolle, aus Seacell Algae und einem Cellulose-Stoff, die alle Naturstoffe sind, nachhaltig gewonnen, und das T-Shirt schätzt kein Microfibers, also genau. Ist ein cleanes Produkt, insoweit wie unsere Gewässer stehen. Also wenn ihr den Meeren helfen wollt, kauft Seacell-Produkte, muss nicht unbedingt von Merchandise Blue sein, guckt einfach in die Etiketten eurer Kleidung, schaut, dass es keine Microfibers gibt. Alles, alles Liebe nach Berlin. Schade, dass wir nicht dabei sein können. Tschüss, bis zum nächsten Mal.